Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReaperYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Rocket League Video zeige ich dir, wie du auf dem PC über Epic Games günstige Rocket League Autos, Items und Credits kaufen kannst, ja. Und sogar wirklich die Credits sind so viel günstiger wie im normalen Rocket League, je nachdem wie viele Credits man eben kauft. Der spart man halt nochmal viel, viel mehr Geld. Also schaut euch das ganze Video heute bis zum Ende an. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Das Ganze machen wir natürlich hier heute wieder über meine Partnerseite Rocket League Exchange. Link ist auch natürlich unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise ganz oben unten in der Videobeschreibung, ja. Und hier gibt es natürlich auch einen Rabattcode Reapers. Damit spart ihr nochmal 3% auf eure gesamte Bestellung. Da ist natürlich wichtig zu sagen, je höher euer Bestellwert, desto mehr spart ihr natürlich. Also ich kann immer nur empfehlen, kauft euch direkt mal eben so 10.000 Credits oder so, wenn ihr Credits generell kaufen wollt, da ihr im Endeffekt sowieso die Credits auf Dauer sowieso kauft und dann halt am Ende noch wirklich reichlich Geld spart. Genau, wir sind hier auf der Seite zuallererst. Wenn ihr hier auf dieser Seite noch nicht registriert seid, solltet ihr euch auf jeden Fall ein Konto erstellen, da ihr so halt einen besseren Überblick über eure Bestellungen habt und könnt halt eben hier im Wallet Geld aufladen. Kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Als zweites müsst ihr eure Plattform auswählen. Da habe ich ja eben heute schon gesagt, wir machen das Ganze jetzt heute mal über Epic Games, da ich das Ganze sonst nur über Steam gezeigt habe. Da gibt es aber auch nochmal ein Video demnächst für alle Xbox- und PlayStation-Spieler, wie das Ganze dort funktioniert. Da gerne einfach hier auf dem Kanal die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Ja, denn generell ist es ja nun mal so, es gibt immer ein Item oder Auto, ja, Credits würde ich jetzt einfach mal da ausschließen, was man unbedingt haben möchte. Leider bietet Rocket League das Ganze ja nicht selber an, deswegen greifen wir ja eben auf andere Seiten zu und kaufen darüber die Items. Die werden einem dann übrigens getradet an die Leute, die das nicht wissen. Dafür kann ich auch nochmal was empfehlen. Gebt einfach generell immer irgendwas zurück an den Bot, damit das nicht aussieht, als würdet ihr irgendwas geschenkt bekommen. Das ist dann schon ein bisschen auffällig. Genau, auf jeden Fall suchen wir uns jetzt hier ein wunderschönes Item aus. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier so ein goldenes Ei. Ja. Da habe ich nämlich schon eine Bestellung vorbereitet, die schon bereit ist zum Abholen. Denn das Ganze dauert natürlich meistens zwei Tage, je nachdem, kann auch nur ein paar Stunden dauern. In den meisten Fällen dauert es auch nur ein paar Stunden. Ich glaube, ich hatte jetzt auf die Bestellung, als ich die bestellt hatte, 6 Stunden oder so gewartet. Ist natürlich normal, Credits sind meistens sofort da, aber so Special Items oder so, da dauert das ein bisschen. Die müssen erst vorbereitet werden, aber ihr bekommt dann direkt eine E-Mail, sobald euer Item da ist. Genau, dann der nächste und mit Abstand wichtigste Schritt. Ihr müsst jetzt hier Reapers eingeben, ja, bei Creator Code. Drückt hier auch noch auf den Pfeil. Das ist ganz wichtig, sonst spart ihr nämlich keine Prozente. Ihr seht jetzt, wir sparen einfach 4 Cent, ja, bei nur 1,59. Im Übrigen sind das alles Dollarpreise. Allerdings ist es aktuell so, dass wenn man das Ganze umrechnet, dass ja gerade, weil der Kurs extrem komisch ist, aufs Gleiche hinausläuft. Deswegen könnt ihr das im Prinzip auch so übernehmen, die ganzen Preise. Ansonsten gerne mal einfach bei Google eingeben, USD in Euro, dann gebt ihr die Beträge ein und dann seht ihr, was das Ganze denn in Euro kostet. Genau, wenn wir das Ganze dann haben wollen, müssen wir einfach nur auf Buy Items drücken. Wählen hier nun unseren Account-Namen aus, beziehungsweise wenn eure E-Mail-Adresse da noch nicht drin steht, die natürlich eintragen, die müsste aber normalerweise drin sein, wenn ihr euch ein Konto erstellt habt. Dann eben, wie gesagt, euren Account-Namen eingeben, also euren Epic Games-Namen. Da dann eben auch euren PlayStation-Namen, Xbox-Namen oder Steam-Namen, je nachdem, welche Plattform ihr ausgewählt habt. Und bei der Zahlungsmethode habt ihr halt wirklich so viele verschiedene Zahlungsmethoden. Es gibt Mastercard, es gibt Visa, es gibt PayPal, es gibt Klarna, Trustly, Neteller, Skrillier, Balance, also Balance ist das, was man auflädt. Es gibt PaySafeCard und sogar G2A-Payment, also wirklich super viel Auswahl. Ich denke mal, in den meisten Fällen nutzen die meisten PaySafeCard oder wahrscheinlich PayPal oder eventuell auch noch Klarna. Genau, dann drückt ihr hier einfach auf Checkout, wenn ihr eure Bezahlungsmethode ausgewählt habt. Das Ganze mache ich jetzt nicht. Ich habe das, wie gesagt, schon vorbereitet. Da ploppt dann einfach nur so ein Fenster auf. Es hat geklappt und dann könnt ihr zu eurer Bestellung springen und das machen wir jetzt auch. Ihr seid dann auf dieser Seite und hier steht dann wahrscheinlich eben oben bei euch vorbereiten. Bei mir steht da jetzt schon bereit, weil ich das Ganze extra fürs Video schon vorher gemacht habe. Aufgrund der Wartezeit, genau. Das Ganze kann, wie gesagt, bis
zu 3 Tage dauern. Also nicht nach einem Tag bitte sagen, ey, mein Item wird mir nicht gegeben oder so, weil das Ganze halt, wie gesagt, auch erstmal vorbereitet werden muss. Genau, hier steht auch die voraussichtliche Wartezeit, also nicht die genaue, es ist einfach nur eine Schätzung. Und wenn ihr trotzdem irgendwelche Fragen habt, die meisten Antworten stehen hier unten. Wenn ihr trotzdem andere Fragen habt, haut sie mir gerne hier unter dieses Video in die Kommentare oder kommt auf meinen Discord, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr ganz einfach auch in dem Rocket League Exchange Channel eure Frage stellen und dann wird euch da auch geholfen. Genau. Wir gehen hier nun auf Erhalte die Gegenstände. I have launched Rocket League und dann muss man hier Request Party Invite drücken, wenn ihr Rocket League gestartet habt. Denn ihr müsst direkt in Rocket League gehen und die Party-Einladung von dem Bot annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt und gehen in Rocket League. Ich habe jetzt eine Rocket League Party-Einladung bekommen. Wir gehen einfach mal drauf. Ich muss leider natürlich den Namen zensieren, aber wenn wir jetzt drauf drücken, seht ihr, ich werde in die Gruppe eingeladen. Es lädt uns ein komplett normaler Octane ein. Und ja, kickt uns quasi wieder aus der Gruppe, beziehungsweise lief die Gruppe. Das hat auch einen Grund, denn da kommen wir zum nächsten Problem, beziehungsweise Problemen. Denn es gibt ein paar Voraussetzungen, um natürlich zu traden. Und zwar ist es zum einen Level 30, was ich leider nicht bin. Ihr seht, ich bin Level 24, da das eben ein komplett neuer Account ist. Ist ein bisschen blöd. Jetzt natürlich hier fürs Video wusste ich vorher auch nicht, dass man erst ab Level 30 traden kann. Habe ich mich aber gerade dann drüber informiert. Deswegen lief der Bot natürlich sozusagen die Gruppe wieder, weil er mich nicht zum Traden einladen kann. Es gibt außerdem noch weitere Voraussetzungen zum Traden. Ihr müsst, glaube ich, mindestens 500 Credits im Shop gekauft haben und müsst die zweite Authentifizierung bei Epic Games aktivieren. Ist super einfach. Könnt ihr einfach über die Epic Games Seite machen, da eure Handynummer eintragen und das Ganze bestätigen. Funktioniert wirklich super, super easy. 500 Credits kaufen sollte, denke ich, auch kein Problem sein und Level 30, wenn man genügend spielt, sollte auch kein Problem sein. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, der Bot hat uns eingeladen. Ich könnte das jetzt immer, immer wieder machen. Ihr habt auch gesehen, das ist ein Bot halt eben daran, dass es nur so ein normaler Octane war. Also ihr habt auch generell schon an meinen ganzen anderen Videos gesehen, wie das eigentlich funktioniert. Habe ich, glaube ich, jetzt oft genug gezeigt und eingeblendet. Auf jeden Fall zeige ich das nochmal in einem der nächsten Videos, wenn wir irgendwie wieder ein Bundle kaufen oder so. Das kennt ihr ja von mir. Aber ich wollte halt einfach nochmal zeigen, wie das Ganze für Epic Games funktioniert. Ihr werdet auf jeden Fall dann eingeladen zum Traden. Müsst einfach den Trade natürlich eingehen. Gebt ihm irgendein Item zurück und er gibt euch dann eben das jeweilige Item, was ihr natürlich gekauft habt. Wenn es nun mal jetzt so ist, dass ihr irgendwie zufälligerweise eine der Sachen noch nicht erfüllt zum Traden, ja, zum Beispiel seid ihr wie ich gerade noch nicht Level 30 und ihr denkt euch, ah nein, mein Item, das ist jetzt weg. Nein, Leute, natürlich nicht. Das Item bleibt natürlich, beziehungsweise euer Auto oder eure Credits, ja, die bleiben natürlich, die Bestellung verschwindet nicht. Ihr könnt immer, immer wieder auf Request Party Invite drücken und ihr werdet immer, immer wieder eingeladen. Also macht euch da gar keine Gedanken. Das geht jederzeit. Ihr könnt dann einfach ganz entspannt entweder 500 Credits kaufen, Level 30 erreichen oder die zweite Authentifizierung machen und dann bekommt ihr ganz easy eure Sache, die ihr gekauft habt, getradet. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte es heute in irgendeiner Weise ganz gut zeigen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Sorry natürlich, dass ich jetzt nicht bis zum Ende zeigen konnte. Aber ich denke mal, viele von euch wissen halt wirklich, dass man erst ab Level 30 traden kann. Das ist ziemlich belastend, muss ich sagen. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer bei Reapers. Den Link zu Rocket League Exchange findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und mit Code Reapers spart ihr nochmal 3%. Nutzt auch gerne immer meinen Credit-Code, falls ihr was im Rocket League Shop kauft. Und ich bin raus. Euer bei Reapers. Yo, ciao, ciao.